Wir leben im Zeitalter multipler Krisen, so sagen viele. Nicht nur eine Krise, sondern gleich mehrere. Die Pandemie war so eine, die geopolitische Lage jetzt mit Kriegen, auch in Europa, die Klimakrise, die immer weitere und schwerere Folgen hat, die künstliche Intelligenz, wo wir nicht wissen, wo uns das hinführen wird. Vieles ist gleichzeitig zu bearbeiten, gleichzeitig unsicher und stellt die Politik vor große Herausforderungen, hier eine gute Vorsorge zu treffen. Dazu sind wir natürlich in der Politikberatung auch gefragt, Politik hier den Deutschen Bundestag zu unterstützen. Um das in dieser Krisensituation besser tun zu können, haben wir ein neues Instrument aufgesetzt, das Resilienzradar, wie wir es nennen. Das besteht aus jährlichen Reports über kritische Infrastrukturen, die wir untersuchen in Bezug auf Anfälligkeit, Verletzlichkeit, Widerstandsfähigkeit, aber auch, wo es um Möglichkeiten geht, sie krisenfester, resilienter eben zu machen. Der erste Bericht liegt vor, der Foresight-Bericht 2024. Wir haben ihn auf unserer Microsite veröffentlicht und ich lade Sie ganz herzlich ein, sich dort zu informieren, ob Sie nun Mitglied im Deutschen Bundestag sind, ob Sie zu gesellschaftlichen Gruppen gehören, ob Sie Bürgerin oder Bürger sind. Informieren Sie sich, reden Sie mit, denken Sie mit und arbeiten Sie mit an einer guten Zukunftsgestaltung.